Moin, Tag, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Evil Within The Assignment. Wir sind, keine Ahnung, wo wir sind, aber wir sind auf jeden Fall auf der Suche nach Leslie und sind gerade einem tödlichen Monster entkommen. Überall Pflanzen hier, so ein Arboreum oder wie das heißt. Und eine Miezemaus! Oh, ich kann speichern. Dann speichern wir mal, oder? Einfach hier auf den alten Spielstand. Auf den alten Spielstand. Wunderbar erledigt. Da ist, ist das Leslie? Na toll, ist er wieder weg. Zück mal deine Taschenlampe, ey. Ich blende dich mit der Macht meiner Lampe. Sonst ist aber alles gut, ja? Da hängt wieder ein Lüftungsgitter, was runterfallen könnte. Damit natürlich Monster könnte. Aber anscheinend nicht tut. Ich hab mich nicht erschreckt. Mm-mm. Alles ist gut. Hier darf man ja nicht mal rauchen. Wie langweilig ist das? Was ist das? Gegenstand erhalten. Du hast ein neues Musikstück freigeschaltet. Du kannst es dir im Soundtrack Player über das Startmenü von The Assignment anhören. Vielleicht später. Das ist irgendwie Zellen oder ist das nur Deko? Das kann ich genau einschätzen. Auf den Scheiß! Was war das gerade für ein Geräusch? Habt ihr das Geräusch gehört? Ich hab's gehört. Shit, da patrouilliert wieder einer. Na gut. Dann erstmal hier oben, kommen wir hier irgendwo rein? Vorzugsweise ohne, dass der uns bemerkt, meine ich. Ich versuche es mal. Okay, das funktioniert so nicht. Vielleicht mit dem Feuerlöscher da. Oder wir gehen einfach hier links um die Ecke. Wunderbar. Jetzt muss ich nur sicher gehen, dass hier kein Monster drin ist. Die Musik macht mich ja schon wieder ein bisschen nervös hier, ne? Okay, gibt es irgendeinen plausiblen Grund, warum wir hier rein wollen sollten? Da wäre ein Exit, aber das ist ja blockiert. Steh mal auf, das wird zu lahm hier. Achso, ja, natürlich ist ein plausiblen Grund.
Ein Zahlenrad. Haben wir hier irgendwo einen Code für? Das lässt sich eigentlich nicht durch stupides Ausprobieren rausfinden. Da muss doch irgendwo einen Hinweis zu geben. Dass aus dem Fernseher vielleicht irgendwas erscheint? Nichts. Ich hatte gehofft, dass wir irgendwie ein Klicken oder irgendwas hören, wenn das richtig eingestellt ist. So ist das ja doof. Jeweils 24 Einstellungen, das bei drei Dingern, das können wir vergessen, dass wir das irgendwie so gelöst kriegen. Ist hier wirklich nirgendwo ein Hinweis? Oder ist der Hinweis da draußen irgendwo? Ja, dann nochmal gucken. Das Bild sieht ja schon etwas verdächtig aus, ne? Aber ich kann da nicht wirklich eine Zahl draus lesen. Ich will erstmal hier vorne nochmal gucken. Da muss doch irgendwo ein Hinweis sein, ey. Wo ist er denn? Der läuft da hinten lang. Bleibt der auch da hinten oder kommt der wieder nach hier vorne? Der kommt gerade wieder nach vorne, ne? Ich glaube, er kommt gerade wieder nach vorne. Bleiben wir doch mal hier versteckt. Und gucken einfach mal um die Ecke. Wie genau sollen wir eigentlich an dem vorbeikommen? Ja, was ist nun? Kommst du oder kommst du nicht? Junge. Junge, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit dafür. Junge? Der kommt da nicht raus. Der kommt da nicht raus. Und selbst wenn... Wir haben den Abschnitt gerade erst betreten. Oh. Da liegt ja noch eine. Moment. Brain. Irgendwie passend. Ach, hier ist jetzt ein Kontrollpunkt. Na super. Nee, ist wirklich super. Erstmal gucken. Da liegt was, das wir bestimmt brauchen. Da wäre auch noch was. Wie viele sind denn das? Ich könnte schwören, ich höre mehr als einen. Aber ich sehe nur den einen. Ne, es sind zwei. Es sind zwei. Da links ist einer und da gerade durch ist noch einer.
Okay, ich würde am liebsten als erstes da in den Raum. Frage ist nur, wie ist da das Timing? Das Timing ist, glaube ich, jetzt. Heulewitzka, das war knapp. Wie viel Zeit haben wir, bevor der da sich wieder umdreht? Okay, da haben wir einige Zeit. Wenn wir uns die Zeit nehmen zu warten, bis er wieder zurückgeht zumindest. Das ist ja immer das, diese Sache in Schleichspielen. Dass du dir die Zeit nehmen musst, um deinen Gegner genau zu beobachten und dann eine entsprechende Taktik auszuarbeiten. Ich versuch's jetzt. Sind wir hier erstmal drin? Was haben wir denn hier? Auf diesem Handy anrufen würde. Dann, was? Dann würde das Handy klingeln. Ja, und dann? Okay, das ist jetzt fies. Die Kamera kooperiert überhaupt nicht mit mir. Keine Ahnung, wo die Kerle sind. Okay, den einen habe ich gesehen. Der hat gerade seine hässliche Visage da in der Mitte durchgesteckt. Aber wo ist der andere? Der andere patrouilliert hier links gerade irgendwo. Es ist jetzt also viel zu riskant, hier rauszukommen. Okay, erstmal wieder hier in die Mitte. Jetzt die große Frage. Wo ist denn dieses Telefon? Ach, da. Also quasi jetzt anrufen, ja? So. Frage ist, jetzt kommt der da auch wieder raus? Kann der da wieder raus irgendwie? Und da haben wir jetzt nur noch den einen da hinten. Da haben wir nur noch den einen da hinten, ne? Okay, das macht das Manövrieren hier um einiges einfacher. Ich weiß immer noch nicht, wie ich diesen Kasten da oben offen kriegen soll. Oh, da liegt ja noch eine. Okay, der schlägt dagegen, aber kann er das aufmachen? Das ist ja die große Frage, ne? Das ist die große Frage, die alles entscheidet. Ich befürchte ja, wir müssen durch die Tür, wo der immer vor und zurück läuft, da. Laborschlüsselkarte. Diese Schlüsselkarte gewährt Zutritt zu einem weiteren Teil der Einrichtung. Also noch kommt er da nicht raus. Und tschüss. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht doch hier hinten lang müssen, aber... Ich glaube, diese Hoffnung ist unbegründet. Was mich ja wirklich reizt, ist immer noch dieser Kasten da. Das muss man doch irgendwie aufkriegen können. Das muss doch irgendwie gehen.
Na, das wäre doch so einfach gewesen. In Zeitung vielleicht irgendwo ein Hinweis? Leute, das lässt mir keine Ruhe. Ich will das Ding aufhaben. Ich will das Ding aufhaben. Irgendwo muss doch was sein, ey. Ha. Vierundzwanzig. Was steht da draußen drauf? Gar nichts. Heißt das vielleicht alle auf 24? Probier es einfach mal. Gelb ist 4, warte mal. Gelb ist 4, rot ist 24. Haha. Ja, gut, dass wir nochmal zurückgekommen sind. Sonst hätten wir tatsächlich hier was verpasst, würde ich sagen. Dann brauchen wir noch ein letztes Bild. Wo ist das letzte Bild? Hier hinten. Blau ist 11. Jawohl. Na, läuft doch. Da soll doch mal einer sagen, ich wäre doof. Sesam, öffne dich. Und wir kriegen Brieffragment Nummer 2. Jetzt muss ich mal kurz gucken im Archiv. Forschungsunterlagen. Zerrissener Brief. Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fragmente. Ich hoffe, dass wir die alle finden. Gut, das bringt uns jetzt hier allerdings auch nicht weiter. Wir müssen uns trotzdem immer noch hier unten an den Typen vorbeischleichen. Ich meine, dafür haben wir ja im Zweifelsfall noch die Flasche gekriegt, ne? Wir haben ja noch eine Flasche. Damit könnten wir ihn ja ablenken. Okay, der kommt da anscheinend wirklich nicht raus. Komm, beweg dich. Genau. Sei ein braver Zombie. Achso, apropos Flasche. Kann man noch eine mitnehmen? Nein, wir können nur eine im Inventar haben. Schade. Hat er das gesehen? Nein, hat er Gott sei Dank nicht gesehen. So, rüste die Flasche aus. Geh mal gucken, was das war. Na los. Jetzt geh gucken, was das war. Du Blödmann. Kann ich natürlich nicht gucken. Okay. Nein, 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 nein. Du hast nichts gehört, oder? Boah, ich habe mich schon gefragt, wann das passieren würde. Hier drüben! Danke! Mach die Tür wieder zu!
Ich glaube es nicht, dass das wirklich funktioniert hat. Das ist schon ein bisschen traurig.